Am Wort ist nun Kai Jan-Kreiner. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Ja, ich meine, das Stabilitätsprogramm, da bin ich bei der Kollegin Dammandl, zeigt, wie gut auch die Regierung funktioniert hat und wie richtig viele Beschlüsse waren, die wir gefällt haben. Man sieht, dass die Steuerreform wirkt. Nicht alles, was bei der Steuerreform vorgesehen war, ist bereits 1:1 eingetroffen. Also zum Beispiel die Einnahmen bei der Umsatzsteuer sind etwas unter Plan gewesen. Das hat auch technische Gründe gehabt, weil ein Teil der Steuerreform erst später in Kraft getreten sind. Aber die wesentlichen makroökonomischen Daten, und das haben alle Experten, vollkommen wurscht, von wem sie nominiert waren, auch beim Hearing klar gesagt, ja, die Steuerreform wirkt, die Kaufkraft ist gestiegen, der private Konsum ist angekurbelt und es gibt bereits auch erste positive Anzeichen, was Ausrüstungsinvestitionen vom privaten betrifft, was ganz, ganz wichtig ist, damit die Konjunktur anspringt. Das heißt, zum Beispiel die Steuerreform hat sich gezeigt, von allen Experten auch betont, war ein wirklicher Erfolg dieser Bundesregierung und zeigt auch seinen Erfolg in den Daten und zeigt auch, dass Österreich wieder zurückkommt, dort, wo es hingehört, nämlich unter den Top-Performern, was Beschäftigung betrifft, was Wachstum betrifft und nicht hinterherhinkt in Europa, sondern dort, wo wir hingehören, dass wir zu den Besten in Europa gehören und dort kommen wir wieder hin und dort sind wir bereits. Weil das war ja auch interessant, dass teilweise die Experten auch, was die Beschäftigungsentwicklung betrifft, vollkommen richtig gesagt haben, der Beschäftigungszuwachs, also die Anzahl der Arbeitsplätze, die in Österreich gibt, ist in den letzten 10 Jahren nie schlechter als Deutschland gewesen. Es war ein Jahr schlecht, aber in den anderen Jahren besser und unterm Strich sind wir genau mit Deutschland auf derselben Ebene, was den Zuwachs an Beschäftigung betrifft. Das ist bitte, und das alle Experten, kein einziger Experte hat gesagt, das würde nicht stimmen. Das zeigt einfach, dass was Wachstum betrifft, was Beschäftigung betrifft, nicht nur die Steuerreform, sondern eine Reihe von Maßnahmen hier einen Erfolg zeigen und sagen, ja, die Bundesregierung hat vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber sehr vieles richtig gemacht. Und das sieht man auch im Stabilitätsprogramm, das sieht man auch daran, dass die Staatsfinanzen in Ordnung sind, dass wir zu den Besten gehören in Europa, was betrifft strukturelles Defizit, dass wir in die richtige Richtung uns bewegen, was den Schuldenabbau betrifft und dass, was auch die jährliche Defizitentwicklung betrifft, wir zu den Besten gehören in Europa. Das muss man sagen. Habe ich gesagt, das war alles bestens? Ich habe gesagt, vielleicht nicht alles bestens, aber vieles richtig. Und das haben alle Experten gemacht. Sie waren ja leider beim Hearing nicht dabei, da hätten Sie auch die freiheitliche Expertin gehört, die das im Wesentlichen auch so gesagt hat. Mit Kritikpunkten, ja, mit Kritikpunkten, ist auch in Ordnung, aber diese wesentlichen makroökonomischen Daten haben alle Experten gesagt und das ist gut so. Als letzten Punkt noch ist der Bereich, diese Zukunftsinvestitionen, da haben wir heute auch mit dem Kommunalfinanzierungspaket einen wichtigen Schritt gemacht, weil es schon auch darum geht, dass jetzt auch die öffentlichen Investitionen wieder anziehen und da auch schon vergleichen mit Deutschland. Da sind wir doppelt so gut wie Deutschland, was betrifft. Und man muss nicht alles schlecht reden, was die Regierung gemacht hat. Wundern tut es mich, wenn das jemand von der Regierungsbank macht. Aber ich freue mich, dass die Kollegin Dammandl hier die richtige Sicht auf die Welt hat, nämlich dass sehr, sehr vieles, was diese Regierung gemacht hat, sehr, sehr vieles, was wir hier gemacht haben, richtig war und auch Früchte trägt. Und insofern werden wir natürlich auch wohlwollend diesen Bericht hier zur Kenntnis nehmen. Dankeschön. Argumentierte Kai-Jan Kreiner, der Finanzsprecher der SPÖ, in der gestrigen Nationalratsdebatte rund um das Stabilitätsprogramm 2016 bis 2021.